Jetzt bei Schläferz. Frauenpower durch Powerfrauen. Zwei Amazonen, fern der Heimat, auf einem langen Weg. Wir suchen das heilige Schwert der Azundati. Interessant. Das klingt sehr vielversprechend. Fantastisch. Das ist furchtbar. Der beste Film überhaupt. Er hat sicher eine verletzbare Stelle. Beginnt mit dem Angriff. Kommt schnell. Enjoy. Fühlt euch feierlich gegrüßt, verehrter Fantasy-Feinkost-Fachkundige und Fans einer viel zitierten fabelhaften Frauengesellschaft. Das Schöne ist, wir müssen uns gar nicht groß mit einleitenden Euphemismen verrenken, sondern dürfen unsere heutige Bewegtbild-Offerte quasi vollberechtigt in einem Atemzug nennen mit dem 2022er Kinoknaller The Woman King von Regisseurin Gina Prince-Bythewood mit der absolut wunderbaren Viola Davis in der Hauptrolle. Ehrlich, Olli? Da bin ich aber sehr, sehr neugierig, warum wir das dürfen sollten. Naja, ganz einfach. Weil der historische Background besagten bombastischen Braveheart mit schwarzen Frauen-Blockbusters über die Kriegerinnen-Elite-Einheit des westafrikanischen Königreichs Dahomey eben auch den afroamerikanischen Sword and Sorcery-Schriftsteller Charles R. Saunders zu seiner Kurzgeschichte Agbe the Sword inspirierte. Verstehst du, Peter? Nur akustisch, Olli. Inhaltlich ist das gerade alles noch in Arbeit. Dieser Charles R. Saunders ist auch der Drehbuchautor unseres heutigen Schläferzes und hat halt seine 1979er Shortstory von einem Schwert, das dieser Akbewe gehört, zu diesem Zwecke zweitverwertet, okay? Ach, gute Güte, also komplizierter hättest du es jetzt aber auch nicht machen können, Olli, oder? Nach der Kenntnislage würde ich dir sogar regelrecht verbieten, den Anlass unserer kleinen Abendveranstaltung in einem Atemzug mit The Woman King zu nennen. Aber sei es drum, genannt werden muss er, Herr, liebe Zugeschaltete. Wir zeigen gleich Im Reich der Amazonen aus dem furchtbar fruchtbaren Filmfertigungsjahr 1986. Und ich befürchte, das offizielle Kinoplakat von Boris Vallejo ist dann auch schon das Schönste an diesem Werk. Hm? Na, wenn du da mal nicht wieder notorisch nassforsch daneben liegst. Hm? Denn schließlich soll Amazons, so der Originaltitel, nach einhelliger Expertenmeinung der beste Film überhaupt sein, der je gedreht wurde. Nein, das nun nicht. Aber immerhin soll er der beste Film aus der so ertragreichen, insgesamt 9 erstaunliche Produktionen umfassenden 1980er Roger Corman Argentinien-Phase sein. Nee. Das hat mir ja wohl mein Unterbewusstsein unterbewusst unterschlagen, Olli. Aber sag doch bitte, dass du zu scherzen beliebst. Beliebe ich keineswegs, Peter. Nicht schon wieder. Ich meine, wir hatten doch hier erst letzte Woche diesen hirnverwüstenden Wizards-Fuck-School-Fakes-Zauberwald-Zombie-Wahnsinn mit eingehendem Verweis auf die anderen zwei schläferzhistorischen Rumsblöd-Repräsentanten dieser Piss-Pur-Pampa-Periode. Gulfax hieß der wattig-weiße Wunderflug. Scheißegal. Ja. Und wie gesagt, im Reich der Amazonen ist nicht irgendein Vertreter dieses Corman-Kanons, sondern der Beste. Ja, was sich schon dadurch überzeugend erklären lässt, dass hier eben nicht ein Hector Oliveira oder ein Jake Hill-Regie führte, ja, sondern der große Bewegtbildhauer aus Buenos Aires, Alejandro Alexessa. Ah, ja natürlich, die Legende auf dem Regiestuhl, die neben Amazons mit Stormquest sogar noch ein zweites Leinwand-Großereignis inszenierte, was Sessas Filmografie in dieser Fachkompetenz dann auch abschließt. Als Produzent war
2 aber noch ungleich fleißiger. Und bei Highlander 2, die Rückkehr, fungierte er sogar als einer von 13 Co-Producern, weil der eminente Schwachstreifen eben auch ein bisschen in Argentinien gedreht wurde. Ja, so wie er das sagt, macht uns das leider wieder mal so gar nicht den Mund wässrig, liebe Parade-Fantasy-Vorfreudige daheim. Hm? Deshalb verrate ich Ihnen jetzt mal, wer sich bei Amazon so alles vor der Kamera die Ehre gibt. Da hätten wir zunächst die fulminante Mindy Miller, uns natürlich auch bekannt aus Klassikern wie Explosion der Leidenschaften, Bestien hinter Gittern oder Nudity Required. Sie gibt uns gleich die Alpha-Amazone Diala. Eine wichtige Rolle für sie, aber nicht das wichtigste Ereignis in ihrem Leben. Das ist und bleibt die Tatsache, dass sie von 1975 bis 1976 den King Elvis Presley gedatet hat und nur ein Jahr später sogar auf seiner Beerdigung war. Hm. Wenn da mal nicht zwischen dieser Liaison und dem ziemlich plötzlichen Ableben von Elvis, die Ex-Pelvis, noch nachträglich ein Zusammenhang hergestellt werden kann, Olli. Nun ja, wie auch immer. Dialas maliziöse Gegenspielerin Chingy wird von Danica Kingsley verkörpert, die wiederum ihre wohl größte Bekanntheit durch die Darstellung der Ariana in der Star Trek The Next Generation Folge 11 erlangte. Aha, aha, sieh an, Relevantes aus dem Mund des ewigen Defetisten. So, und wenn ich jetzt noch hinzufüge, dass ein gewisser Joseph Whipp, a.k.a. Sheriff Burke, aus Wes Cravens erstem Scream-Movie heute den bösen Zauberer Kalungo porträtiert und außerdem eine Penelope Reed, bekannt aus diversen anderen Produktionen, gleich als Azubi-Amazone Tashi auftritt, sind wir zwar schon mächtig heiß auf den Startschuss, ne? Aber noch lange nicht fertig mit der Vorstellung der Amazons-Besetzung. Was, Kollege? Doch sind wir, Olli. Es sei denn, du möchtest noch dringend über 20 Namen von selbst in Argentinien eminent unbekannten Mitwirkenden nennen. Gut, das werde ich dann nicht zur Gänze tun. Dennoch möchte ich deiner blasierten Sammelklassifikation eminent unbekannte Mitwirkende im Falle des ehrwürdigen Hohepriesters, der den Kriegerfrauen zugleich bei ihrer Herausforderung beistehen wird, vehement widersprechen. Aha. Der wird nämlich von dem in Wien ausgebildeten Burgschauspieler Jacques Arndt selig gespielt. Und der war über 98 Lebensjahre nicht nur ein großer Film- und Theatermime sowie geachteter Zeitungsjournalist und TV-Innovator, sondern galt mit seiner Sendung La Agenda de Jacques auch als Pionier des lateinamerikanischen Qualitätsradios und drehte nebenbei noch als Regisseur 39 sehr bedeutsame Filme. Wir sprechen also von einer österreichisch-argentinischen Kulturikone. Uiuiuiui, da hast du aber zum Glück noch rechtzeitig eine klaffende Wissenslücke geschlossen, die mich in den kommenden Tagen sicherlich vor Scham um den Schlaf gebracht hätte, Olli. Bin schon äußerst gespannt, auf welches überlegene Niveau die schauspielerische Sonderklasse eines Jacques Arndt diese Roger-Corman-Produktion zu heben vermochte. Apropos, magst du den zahllosen, zuversichtlich Zugeschalteten nicht einen kleinen Handlungsabriss über das vor uns liegende Fantasy-Abenteuer geben, Olli? Aber gerne. Die Einwohner der Stadt Imbissi befinden sich in großer Gefahr. Denn der dunkle Magier Kalungo und seine dämonischen Helfer wollen die Kapitale erobern. Und erst die Imbissianer und schließlich ganz Amazonien unterjochen. Doch es gibt Hoffnung, denn die furchtlosen Kriegerinnen Diala und Tashi machen sich auf, das verschollene legendäre Schwert von Azundati zu suchen. Diese Klinge von überlegener Zauberkraft ist die einzige Waffe, die Kalungo und seine Schergen besiegen kann. Wer denn die wackeren Warrior Women das heilige Artefakt rechtzeitig finden und ihr Volk retten? Oh, na das ist doch mal eine Sword and Sorcery Story, die sich erfreulich von den üblichen Sujetstrickmustern absetzt. Das Lexikon des internationalen Films urteilte denn auch über Im Reich der Amazonen, ich zitiere, ein ebenso krudes wie simples Fantasy-Abenteuer, das sich lediglich für einige Grausamkeiten und die unverhohlen sexistisch ausgestellten körperlichen Reize der Hauptdarstellerin interessiert. Doch, das klingt sehr vielversprechend, Olli. Ja, 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 ja. Weißt du was, du präpotenter Penner?
Mich setz dich doch demnächst hier einfach nur ganz kurz auf deinen faulen alten Arsch, hau dir in der Zeit 5 Bier rein, quatsch eine Schachtel weg und dann liest du irgendein steif, sprödes, moralinsaures Verdikt vom tollen Lexikon des internationalen Films vor und verpiss dich zügig wieder, anstatt dir selbst ein Urteil über einen Film zu bilden, den du noch nicht mal gesehen hast. Ne? Wäre doch für alle ein echter Gewinn, oder? Ach bitte, Olli, bring mich doch nicht in Versuchung. Das wäre ja der Schlüssel zu einer nahezu perfekten Work-Life-Balance. Aber leider, leider muss ich ja noch sehr gut aufpassen, dass du dir während der Anfangsmoderation nicht 12 Mettbrötchen mit Mayo reinpfeifst und die Leute dabei mit fettverschmierter Fresse und fahrlässig fingierten Filmfake-Infos hinter die Fichte führst. So was Hässliches hätte ich nicht sagen dürfen. Es tut mir sehr leid, Olli. Ist das schön, oh, oder? Wie man nach 10 Jahren und über 150 gemeinsamen Sendungen dann doch genau weiß, wann man sich gefälligst beim anderen entschuldigen muss. Das ist schön. Ja, ich meine, vielleicht hat das ja auch eine Signalwirkung und anonyme Cyberbullies bitten ihre Opfer mit Klarnamen um Verzeihung. Unsere Regierenden entschuldigen sich täglich von Herzen bei den Regierten. Und ach, mein süßer Idealist, ich glaube, da überschätzt du leider die gesamtgesellschaftliche Kalkofe-Rütten-Vorbildfunktion ein wenig. Du, und außerdem ist es ja nun hoch an der Zeit, mich nach meiner heutigen Cocktailkreation zu fragen. Oh, da hast du natürlich recht. Beim Träumen fliegt die Zeit dahin. Also, was soll sich gleich zu Schlucken lohnen beim Freiheitskampf der Amazonen? Welch Elixier und wann wohl immer kippte man auf kühne Frauenzimmer? Tja, dies, lieber Oliver Lasfred, ist ein Amazon's Prime It's Butt and Boob Festtime. Ein behutsam barbarischer Stammhirnschmeichler, für den man nach 30 Tagen Gratiszeitraum garantiert ein Abo abschließen möchte. Immer dann zu erheben, wenn nackte Nippelnecke splitzen oder blanke Pos übers Schlachtfeld flitzen. Ah, ja, ist das als Trinkträger nicht aber auch plump sexistisch, Peter? Ja schon, gilt aber für alle bisher bekannten Geschlechterentwürfe insofern. Okay. Nun denn, liebe Amazonen-Aficionados, tauchen wir also ein in ein Zeitalter, in dem die Frauen auch im Konfliktfalle die Mütze auf hatten. Und, wenn man der Film-Tagline glauben kann, in eine Welt, where no man has ever entered. Film ab! Thank you.
geht zurück auf eure Posten. Wir sind noch nicht fertig. Gehorche meinem Befehl, Dyala. Wir haben es diesmal nicht nur mit einer Armee zu tun. Wir sollten vor Kalungos geheimen Kräften keine Angst haben. Die Bajotonier haben schon oft versucht, uns zu versklaven, aber wir haben jeden ihrer Angriffe zurückgeschlagen. Und wir werden auch mit Kalungos geheimnisvollen Kräften fertig werden. Wir dürfen nicht den Fehler begehen, allzu sicher zu sein. Dieser Donner ist möglicherweise nur ein Anfang. Wenn Kalungo tatsächlich eine so große Macht hat, was können wir dem entgegensetzen? Ohne das heilige Schwert der Atsundati? Leider nicht viel. Vergesst nicht, Atsundati und ihr Schwert sind schon seit über 500 Jahren verschollen. Wir brauchen keinen Zauber, um diese Schlacht zu gewinnen. Was wir brauchen, sind Entschlossenheit und Mut. Balgur. 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 Ist zu stark. Im Stein der Weisheit. Im Stein der Weisheit darf nichts geschehen. Er darf Kalungo nicht in die Hände fallen. Jingi bringt den Stein der Weisheit nach Shunnar. Melde der Königin, was hier geschieht. Das Smaragdblatt legt sein Schicksal in deine Hand. Dyala, du gehst mit 5 Amazonen zum Tempel, nimmst den Stein der Weisheit und bringst ihn sofort nach Shunnar. Folgt mir! Kommt schnell! Diese Stadt ist unser Besitz! Ein Hoch auf unseren prachtvollen Sieg und die Eroberung von Smaragdblatt!
Soldaten, ihr habt diese Stadt erobert und nach altem Recht dürft ihr brandschatzen und plündern. Halbhirn, bereite für mich das größte und schönste Haus im Ort. Der Stein der Weisheit soll dorthin gebracht werden. Interessant. Die Amazonen nahmen euch also den Stein der Weisheit einfach so. Wie nichts. Ja, allmächtiger Herrscher. Sie kämpften wie Dämonen. Dämonen? Was wisst ihr denn schon von Dämonen? Also, der Stein der Weisheit befindet sich weiter in ihrem Besitz. Sie werden es nicht wagen, seine Kraft gegen mich anzuwenden. Schade. Ihr habt versagt. Führ sie vor die Stadt. Aufgespießt auf ihren eigenen Lanzen. Sollen sie elend verrotten, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Ganz wie sie befehlen, mein allerallmächtigster Herr. Gnade, allmächtiger Herrscher. Gnade? Für solche Versager? Was für eine lächerliche Idee. Es gibt keine Gnade für Versager. Seht her, Amazonen. Seht eure Bestimmung im Baum der Seele. Die Kraft der Bäume, sage ich euch, wird allmächtiger sein als die geheime Stärke, die Kalungo. Möge uns der Stein der Weisheit erleuchten und uns den Weg zur Rettung unseres Vaterlandes weisen. Und mögen die Bäume der Seele euren Geist und euer Schicksal widerspiegeln. Sie sind jetzt hier, Balgur. Balgur! Nur acht, Kalungo. Bitte, ich habe eine Familie. Dann bin ich aber sehr enttäuscht. Ich garantiere für mein Versprechen. Leben gegen Macht, mein Freund. Du besorgst das Leben, meine Wenigkeit besorgt die Macht. Du wünschst dir mehr Kraft für deine Blitze? Bring mir mehr Opfer. Ganz einfach. Ich habe dich vollkommen verstanden, Balgur. Amazonen haben den Stein der Weisheit gerettet, aber die Stadt Imbissi ist verloren. Werden wir die Nächsten sein? Nicht, solange ich das Kommando habe. Wie wollen Sie uns gegen diese Vernichtungsblitze schützen? Dank eures Mutes hat Kalungo den Stein der Weisheit nicht in seine Hand bekommen. Dafür danke ich euch. Ich werde mich aber jetzt auch nicht ins Verhältnis.
Meine Getreuen, ihr habt bereits Großes geleistet, aber ich muss noch mehr von euch verlangen. Als ihr im Heiligen Wald wart, was habt ihr in den Bäumen der Seele entdeckt? Ich habe das Bild meiner Seele gesehen, Majestät, wie jedes Mal. Das habe auch ich gesehen, Majestät. Auch ich habe meine Seele gesehen. Und du, Diala, was hast du gesehen? Ich sah ein Schwert, glühend vor Feuer. Wieso hast du uns im Heiligen Wald nichts davon berichtet? Shingi! Diala, wir müssen allein über deine Vision sprechen. Verlasst uns bitte, meine Getreuen. Ich wusste, dass es das heilige Schwert ist. Den Ort konnte ich nicht erkennen. Also hat die Vision keine Bedeutung? Sie hat wohl eine Bedeutung, mein Kind. Ich träumte von einem Berg in einer Ebene, weit hinter den Pagaschwäldern. Dort war eine einsame Hütte. Mein Traum brachte mich ganz nah zum Eingang. Aber ich konnte niemals sehen, was sich darin befand. Dort ist das heilige Schwert. Ohne das heilige Schwert sind wir verloren. Nur seine Macht kann unser Königreich noch retten. Ich werde die Hütte finden und das Schwert herbeischaffen. So lautet der Befehl, Diala. Und mögen die Götter dir immer gnädig sein. Eine gefährliche Unruhe wächst im Volk großer Kalungo. Zwei unserer Spione wurden entdeckt und umgebracht. Einer von ihnen war Sebastian, mein bester Mann. Spione sind doch leicht ersetzbar. Was gibt es sonst noch, Hauptmann Arban? Nun, ich hörte von einem Gerücht in der Stadt, allmächtiger Kalungo. Was für ein Gerücht? Mein Herrscher, ich bedauere. Rede! Man behauptet, es gibt ein heiliges Schwert, das euch zerstören kann. Dieses Schwert ist nur ein Aberglaube und nichts weiter, Arban. Ich denke, wir sollten sie in ihrem Glauben lassen. Dumme Menschen stören uns nicht. Jawohl, allmächtiger Herr. Geh jetzt und kümmere dich um deine Männer. Das Smaragdland wird bald in unserem Besitz sein. Sehr wohl, allmächtiger Kalungo. Wir werden eine große Armee brauchen, wenn das heilige Schwert wirklich hinter den Pagaschwäldern ist. Wir können hier auf keinen Kämpfer verzichten, nicht nachdem wir schon Imbissi verloren haben. Ich gehe allein. Du wirst mit Tashi gehen. Sie wird dir den Rücken frei halten. Eine gute Idee, Shingi. Aber Tashi muss einverstanden sein. Sie wird einverstanden sein. Der Ort, an dem sich das heilige Schwert befindet, muss also hier sein. Um dorthin zu gelangen, muss man durch die Ebene der Gesetzlosen und dann durch die großen Pagaschwälder. Und vergiss nicht, in der Nähe des Ortes beginnt das gefährliche Niemandsland. Das Niemandsland ist Dämonenland. Ich werde versuchen, diese Gegend zu meiden. Diala, du allein hattest diese Vision. Und deshalb bist du die Einzige, die das heilige Schwert an sich nehmen kann. Nur du allein. Ich habe verstanden. Nun bitte verlasst mich. Ich muss in einer wichtigen Angelegenheit mit Diala allein sprechen. Tashi, komm. Ich muss dir was sagen. Ich weiß, dass es dir schwerfällt, Tashi als Verbündete zu akzeptieren. Aber sie ist eine gute Kämpferin. Und die Blutfehde zwischen euren beiden Familien dauert schon viel zu lange. Ihre Mutter und meine... Erfülle deine Mission, Diala. Wenn es dir gelingt, das heilige Schwert zu bringen, wirst du eine hochgeehrte Frau werden. Reichtum und Ehre werden dann dein sein. Das Einzige, das zählt, ist der Sieg über Kalungo. Unsere Götter waren weise, dich auszuwählen. Und jetzt vergiss die Vergangenheit. Kämpfe zusammen mit Tashi für die gute Sache. Du verlangst von mir, dass ich was tue? Du sollst sie töten. Ich habe mich doch klar genug ausgedrückt, oder? Hast du schon vergessen, wer mir das angetan hat? Das war Dyalas Mutter. Ich war genauso alt wie du. Wir kämpften damals um einen Mann. Er wurde Dyalas Vater. Aber ihr Glück war leider nicht von langer Dauer. Ihr Tod war gar kein Unfall. Davon darf niemand etwas erfahren, verstanden? Du musst mir gehorchen, Tashi. Also, sobald Diala das heilige Schwert hat, gehst du hin und tötest sie. Und dann bringst du das heilige Schwert zu uns. Dann wirst du die Heldin sein. Und ich habe mich endlich gerecht. Ich habe dich als mein Werkzeug erzogen, Tashi.
Ein Werkzeug für meine Rache. Ich habe deinen Vater niemals geliebt. Und ich wollte auch dich nicht lieben. Aber ich tue es. Also wirst du mir nun gehorchen oder nicht? Ich werde gehorchen. Dort werden täglich lebendige Menschen geopfert. Sehr oft nehmen sie Nyanis, die sich nicht selber verteidigen können. Es ist Zeit zu reiten und nicht zu reden. Kommst du? Wir kommen zurück. Mit dem Schwert. Verehrte Fantasy-zerfledderte und Zauberei-zerzauste daheim. Mann, sag mal! Kannst du mal bitte mit deinen arschalbernen Kalungo-Billig-Blitzeffekten aufhören? Das nervt ganz gewaltig, ehrlich. Ja, ist ja gut. Mann, vielen Dank auch. Dieser Fingerfirlefanz ist doch keine seriöse schwarze Magie, Mensch. Haha, sagt Geriatrie-Gandalf, der Gewürzgurkengrüne, der gar nichts kann, außer eine olle Salzkristallpyramide durch die Pampa zu tragen. Ja? Seriös am Arsch. Oder findest du es vielleicht seriös, dass sie da irgendeinem Armen durch einen schlimmen Unfall einäugigen und dann auch noch mit der verbliebenen Klüse schielenden argentinischen Billiglöhner für 3 Euro am Tag quer durch sein zumindest noch volles Haupthaar gefräst haben, nur damit Kalungo einen kurios kaputten Komparsenknecht hat? Peter, weißt du was? Ich bin mir absolut sicher, dass dieser Scherrenstatist nicht wirklich einäugig ist, sondern dass man ihm lediglich den rechten Guckerfett mit Latex verspachtelt und ihm dann links ein Stück alte Dämmwolle auf seine Naturglatze geklebt hat. Ach so. Tja, okay. Ja, trotzdem ist es doch gelinde gesagt eine Zumutung, dass man sich für das traurige Geld so opulent demütigend herrichten lassen muss, nur um dann als Kalthirn einmal blöd zu grinsen, vom Pferd zu hüpfen und einer Leiche im Vorbeigehen vor die Omme zu treten. Bereite für mich das größte und schönste Haus im Ort. Der Stein der Weisheit soll dorthin gebracht werden. Bei allem Verständnis für deine Unzufriedenheit über Kalthirns Spielanteile und die Arbeitsrechtssituation im Argentinien von 1986, Peter. Aber ich würde jetzt doch sehr gerne über Amazons Relevanteres sprechen. Und na, du meinst natürlich die Ungeheuerlichkeit, dass man die noch nicht mal im Cast aufgeführte Grande Dame des deutschen Boulevardtheaters, Grit Böttcher, mit einer unverschämt winzig kleinen Sprechrolle mit extra bescheuert großem Stirnband abgespeist hat. Das Niemandsland ist Dämonenland. Ich werde versuchen, diese Gegend zu meiden. Nein, schon weil das gar nicht Grit Böttcher war, sondern eine verstörte, schwer unterbezahlte Statistenschatheke aus dem Großraum von Buenos Aires. Ja klar, Olli. Frauen haben da am Tag mit Sicherheit noch weniger Pesos bekommen. Umgerechnet nur 2 Euro oder sogar nur 1,50, ne? Das weiß ich nicht, Mensch. Und das ist mir ehrlich gesagt aber auch mal vollkommen scheißegal. Aha, Mr. Ohne Patriarchat kein Staat hält offenbar nicht so viel von Lohngerechtigkeit und dem Entgelttransparenzgesetz. Noch nicht mal da, wo die Amazonen wohnen. Das nenne ich doch dann mal ironisch. Oh, Fick in der Hölle nochmal! Du hörst jetzt sofort auf, mir den Mund rumzudrehen. Das Wort da drin. Sonst schieb ich dir meinen Hohepriesterprängel durch die Kutte dahin, wo die Darmdämonen wohnen. Ja, kapiert? Puh.
Ist ja gut. Also so ausnehmend aggressiv hat deine Hochkulturkanone Jacques Arndt den ollen Oberpfaffen aber nicht angelegt, Olli. Liebe Zugeschaltete, den galoppierenden Gehirndurchfall meines kapitalkopfkranken Kalungo-Kollegen klug ignorierend, möchte ich nun lediglich äußern, dass der Zeitpunkt im Reich der Amazonen per se an den Flop-Prekär-Filmpranger zu stellen sicher noch nicht gekommen ist. Dennoch hatte ich mir von diesem von führenden Spezialisten für Spezialinteressen ja so bezeichneten besten Film der kommenden Argentinien-Phase fest versprochen, dass er doch etwas, naja, wie soll ich sagen? Etwas besser ist, ne? Bingo, Kalungo. Dafür, dass du weißt, was passiert, wenn du was Falsches sagst, war das ebenso mutig wie richtig. Ja. Allein die an eine Aufführung des Kindertheaters Zauberflöckchen erinnernde Exposition des Abenteuers, in der uns die Figuren recht sachlich das Motiv zur weiteren Handlung mitteilen, ließ bei mir erste Skepsis über das Regietalent eines Alex Sessa erwachsen. Wenn Kalungo tatsächlich eine so große Macht hat, was können wir dem entgegensetzen? Ohne das heilige Schwert der Atsundati? Leider nicht viel. Vergesst nicht, Atsundati und ihr Schwert sind schon seit über 500 Jahren verschollen. Wir brauchen keinen Zauber, um diese Schlacht zu gewinnen. Was wir brauchen, sind Entschlossenheit und Mut. Ja, und vielleicht auch eine deutlich weniger schematische Erzählweise. Übrigens bin ich mir jetzt schon so gut wie sicher, dass wir den Legolas Light-like Krisenstab-Teilnehmer links im Bild nie mehr wiedersehen werden. Schade, aber es ist ja auch ein Amazonen-Adventure. Wieder richtig, Columbo, Kalungo. deshalb gibt es hier ja auch eine Königin und keinen König. Und nein, die Emerald Queen wird nicht etwa von Dame Judi Dench gespielt, sondern von einer Annie Larondi, die ihren Text genauso unterbezahlt blutleer abliefert wie die Grit-Böttcher-artige Stirnbandtante. Meine Getreuen, ihr habt bereits Großes geleistet, aber ich muss noch mehr von euch verlangen. Als ihr im Heiligen Wald wart, was habt ihr in den Bäumen der Seele entdeckt? Ich habe das Bild meiner Seele gesehen, Majestät, wie jedes Mal. Das habe auch ich gesehen, Majestät. Auch ich habe meine Seele gesehen. Und du, Diala, was hast du gesehen? Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Diala hat das Schwert gesehen, drum muss sie es jetzt holen gehen. Das Schwert muss her, sonst gibt es nie eine reine Gynäkokratie. Ich weiß es, ich weiß es. La 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 la. Pardon, aber Peters kümmerlicher Restverstand ist gerade unter der Kapuze wohl endgültig durch Überhitzung implodiert. Ja, anscheinend hat er doch mehr als wir alle darunter gelitten, dass im ersten Amazons-Teil nicht ein nackter Nippel blitzte, geschweige denn eine blanke Pobacke durchs Bild flitzte. Haha, Mumpels, Kappes, Kalkikokolores. Nee, Olli, was mich hier mental ursächlich schon seit einiger Zeit so über die üblichen Maße herausfordert, ist der Fakt, dass diese Tashi hier links die Tochter von dieser Chingi hier rechts ist, beziehungsweise sein soll. Gut, anhand der jeweils kreischblond gefärbten Haare könnte man das kurz kaufen, bis man sich die Damen näher ansieht und denkt, wie alt mag Mama Chingi wohl gewesen sein, als sie die kleine Tashi bekam? 7? Und dann denkt man, nee, diese Danica Kingsley musste ja für die Mutterrolle angemessen älter sein. Die wirkte halt lange extrem jugendlich, die war halt genetisch beschenkt, die sah einfach toll aus damals, als man sich noch nicht mit Botox die Visage taub spritzen konnte, um das Gegenteil zu erreichen, ne? Ja. Sicher, hm? Peter. Ja, natürlich. Aber was wolltest du damit eigentlich sagen? Ah ja, fast vergessen. Dann vergleicht man aus Interesse mal die Geburtsdaten von Penelope Tashi Reed und Danica Chingi Kingsley und stellt fest, beide sind 1959 geboren. Beide waren 1986, also 27 Jahre alt. Und Tochter Penelope ist sogar noch einen Monat älter als Mama Danica. Nee, ne? Aber warum? Ich meine, warum macht man sowas? Unter dem Gesichtspunkt ist ja Chingis Racheplan, der wohl als zweiter großer Plot neben der Schwertsuche gesetzt ist, noch wesentlich geisteskranker, als er eh schon ist. Ich habe dich als mein Werkzeug erzogen, Tashi.
Ein Werkzeug für meine Rache. Ich habe deinen Vater niemals geliebt. Und ich wollte auch dich nicht lieben. Aber ich tue es. Ich fasse noch mal zusammen. Anstatt Diala selbst zu töten, deren Mutter sie bereits getötet hat, weil die ihr im Kampf um Dialas späteren Vater, den sie auch getötet hat, die Flosse amputiert hatte, verführt Chingy einen Mann, den sie nicht liebt, um eine Tochter zu bekommen, die sie zur hasserfüllten Auftragskillerin erzieht, damit sie nicht selber ran muss. Und ich dachte, ein Schläferz-Drehbuch, das ausnahmsweise mal von einem renommierten Literaten verfasst wurde, wäre dramaturgisch hieb- und stichfester als sonst. Oh, armer Olli. Im Gegenteil. Und wenn man so ein psychopathisches Mutter-Tochter-Gespann dann auch ohne jede Not von zwei 27-Jährigen spielen lässt, ist hier die Plotkacke wieder so richtig am Dampfen. In diesem Sinne geht's jetzt weiter. Ich hoffe nur inständig auf diverse Nippels- und Buttsichtungen. Ruhig, meine Kleine. Das ist kein feindlicher Besuch. Ruhig, du hattest doch schon dein Frühstück. Ein schöner, saftiger Rebell war es heute. Du kommst persönlich, dann muss es sehr wichtig sein. Ja, es ist sehr wichtig. Sprich. Das heilige Schwert der Azundati wurde in einer Vision gesehen. Es befindet sich hinter den großen Pagaschwäldern. Es wurden zwei Kämpferinnen ausgesandt, um das Schwert zurückzuholen. Sie sind entschlossen, seine Kraft gegen dich anzuwenden. Und, gibt es noch eine Möglichkeit, das zu verhindern? Eine der beiden Kämpferinnen ist meine Tochter. Sie wird das Schwert zu mir bringen. Es kann dir also gar nicht gefährlich werden. Und wir können weiter unseren Plan verfolgen. Oh. Chingy, du wunderbare Herrscherin von morgen. Ich erfülle meinen Teil. Du kannst dich auf mich verlassen. Sie könnte leicht die Macht des Schwertes gegen mich wenden. Kann man ihr vertrauen oder nicht? Was hältst du davon, Akam? Da sie ohne Gewissen ihr eigenes Volk betrügt, kann sie auch dich betrügen. Ja, das denke ich auch. Und aus diesem Grund ist das Schwert bei mir am besten aufgehoben. Du folgst den beiden Amazonen. Und wenn sie das Schwert gefunden haben, dann töte sie. Alle beide. Danach bringst du das Schwert zu mir. Warte. Wenn du Erfolg hast, wirst du hoch belohnt werden. Aber wenn du versagst, tja, dann wird aus deinem Fell ein hübscher Bettvorleger gemacht. Hast du verstanden? Thank you.
Bevor wir euch an die Pagasch-Leute verkaufen, werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Du Schwein! Man weiß nie, ob jemand dein Freund ist oder nicht. Was geschieht, wenn Duyala und Tashi das Schwert nicht finden? Meine Tochter wird nicht versagen. Wie lange können wir noch warten? Solange es nötig ist. Wir können gegen Kalungo nichts tun ohne das heilige Schwert der Azundati. Aber auch er ist nur ein Mann. Wenn er erst mal von einer Klinge durchbohrt ist, ist es vorbei mit seinen geheimnisvollen Kräften. Kein Schwert wird ihn jemals erreichen. Es erstaunt mich, das aus dem Munde einer heldenhaften Amazone zu hören. Er hat eine ungeheure Macht. Das weißt du genau. Hört auf, ihr beiden. Wir müssen auf die Ankunft des Schwertes warten. Der schreckliche Kalungo kann nur durch das heilige Schwert besiegt werden. So lautet meine Entscheidung. Ob wir mit den Pferden durch das Dickicht durchkommen? Yala! Wir müssen jetzt handeln, sonst verschachert er uns alle an Balgur. Habt ihr schon Nachrichten aus der Hauptstadt? Nein, nichts. Wir können uns auf Shunar nicht verlassen. Und Kalungo verschleppt täglich mehr von uns in den großen Tempel. Wir müssen was dagegen tun. Sag mir wie, Tima. Er hat sicher eine verletzbare Stelle. Wo bleibt eigentlich unser Kundschafter Jimain? Es ist schon spät. Verschwöre! Los, kommt! Wir halten hier nach! Ich höre Soldaten. Mishiti, bring dich in Sicherheit! Wie viel habt ihr Schweine Jimain dafür bezahlt? Habt sie weg! Komm los! Wir gehen da runter. Und für den ewigen Frieden, der Nyani. Da, Pagasch-Krieger. Ja.
Holt die alle! Da drüben liegt sie! Bring sie her! Du weißt, was es für eine Gefahr für mich ist, wenn ich hierher komme. Ich verstehe dich besser, als du denkst. Ist dir eigentlich klar, wie weitreichend meine Pläne sind? Du hast vor, mein Volk zu unterwerfen. Ich unterwerfe nicht nur dein Volk, sondern die ganze Welt. Ich wurde nicht mit dieser Macht geboren. Ich bezahle einen sehr, sehr hohen Preis dafür. Und solange ich sie besitze, will ich sie auch benutzen. Ich werde an meiner Seite nur jemanden akzeptieren, der die Macht liebt, so wie du. Mein Mann war ein Schwächling. Jetzt ist er tot. Es ist ein weiter Weg zurück nach Shunnar. Ja. Bin ich deiner würdig, Kalungo? Ja. Was macht denn dein Löwenmädchen? Es jagt. Es jagt gern. Ja, mach schon! Lass ihn los! Lass ihn schon! Los! 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 Den faules Gesindel, es geht los! Schneller! Schneller! Hört bald nicht so lahm! Ich bin hier raus! Wollt ihr wohl schneller gehen, faules Gesindel? Hilf mir, das abzumachen! So viel Schönheit! Und dann noch Jungfrau! Siehst du, es war ganz leicht! Pagasulio! Was ist das, Pagasulio? Der Tod! Nein! Nein! Nein!
willst du hin? Kalungo hat mich gerufen. Warum lässt er dich rufen? Geh zu ihm und frag ihn, wenn du es wissen willst. Ich werde hier so lange warten, aber er hat mir aufgetragen, mich zu beeilen. Du kannst passieren. Lass ihn los! Du kleiner Wurm, wagst es, dich gegen meine Herrschaft aufzulehnen? Wie undankbar! Eines Tages wird dich Balgur auch noch schnappen! Werft ihn in den Kerker. Soll dieser Bursche mit einer Lanze durchbohrt werden, mein Herrscher? Nein. Ich hebe ihn für mein Löwenmädchen auf. Sie liebt frisches Fleisch. Also, liebe Amazons Aushalterinnen und Halter, es sieht ganz so aus, als sollten wir tatsächlich doch den wohl besten unter den Corman-Klassikern der Argentinien-Ära erleben. Denn endlich erfüllt der Streifen zumindest die hohen Nudity-Erwartungen, oder? Endlich liefern die ebenso kampf- wie auch zeigefreudigen Battle-Babes hier bretthart ab. Und wir alle können in Amazons Prime It's Butt and Boob Festtime regelrecht baden. Ah ja, schönes Stichwort, tapfere Diala. Denn ob beim erquicklichen Schwimmvergnügen oder in erbitterter Schlacht, nun ziehen blutjunge Barbarinnen blank für Volk, Friede und Vater, Mutterland, nicht? Und eure stolze Königin ruft euch zu, so tut sich ein Schläferz lohnen, sie leben hoch, die Amazonen. Hier mal ein kurzer Überblick der bisherigen Höhepunkte. Fantastisch!
Aber bei aller Begeisterung über das Ende der Durststrecke, was den eigentlichen Film, also quasi die Summe seiner bisherigen erzählungsrelevanten, belichteten und chronologisch montierten Szenen betrifft, ja, da müssen wir schon auch hier und da Abstriche machen, oder Peter? Ja, in der Tat, Olli. Ja, das ging ja schon recht früh los, als ich nämlich Kalungos imposante Hauslöwin nach ihrer fachfraulichen Meinung gefragt in das nicht weniger beeindruckende nackte Hausmädchen Arkam, verwandelte. Kann man ihr vertrauen oder nicht? Was hältst du davon, Arkam? Da sie ohne Gewissen ihr eigenes Volk betrügt, kann sie auch dich betrügen. Ja, so praktisch einem solch eine Löwen-Luder-Hybrid-Kreatur als kluge Ratgeberin im Alltag auch erscheinen mag, die Art und Weise, wie der Transformationsprozess hier bildtricktechnisch umgesetzt wurde, erfüllte für mich nicht den Anspruch einer nahezu perfekten Illusion, Olli. Na, au contraire, Pierre. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, wenn man nochmal die vier Überblendungsstufen dieses Gestaltwandels einzeln abgesetzt hintereinander betrachtet, ja, also dann lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass dies die mit Abstand gigabeschissenste und unverschämteste Verwandlungsszene ist, mit der wir uns jemals hier bei Schläferz herumgeschlagen haben, ja? Also, und das will was heißen. Ja, allerdings. Okay. Zumal sich die Menschheit schon seit 1985, also schon ein Jahr vor Amazons, im Besitz eines recht innovativen Computerspezialeffektes, genannt Morphing, befand, der durch das prämierte Musikvideo zum Song Cry des großartigen Popduos Godley and Cream weltbekannt wurde. Also ja, die Metamorphose der Löwenlady müssen wir leider eindeutig unter hier und da Abstriche machen verbuchen. Da haben uns Kalungos gestisch-magische Superkräfte mit kleineren Anleihen an den grausamen Darth Vader Machtwürgegriff schon wesentlich besser gefallen. Was, Peter? Nee, Olivier. Das ist auch genauso stinkfaul geklaut und lieblos weggedreht wie der ganze Rest dieses brandigen Fantasy-Vorunkels am ungewaschenen Arsch von Axel Sesser. Alex heißt er, beziehungsweise sogar Alejandro. Ja. Und obwohl ich dir vollumfänglich recht gebe, müssen wir etwas Acht geben, den Regisseur und seine Debütarbeit nicht schon jetzt ins große Schläferz-Klo zu spülen. Sonst können wir ja schlecht noch hier und da Abstriche machen, du verstehst? Natürlich. Ja, gut. Denn nicht nur Zauberei und Effekte geben dazu Anlass, auch dramaturgisch drücken diverse Steinchen im Handlungsschuh. Ja, da war ja gerade von diesem Balgur die Rede, jener erzdämonischen Entität, die ein bisschen so aussieht wie Gerhard Delling an Halloween, der wir im ersten Teil schon mal kurz begegnet sind, als er Kalungo mehr Blitzkraft für Menschenopfer verkaufte, ja? Wo, ich sage mal, zur fickenden Hölle ist der eigentlich, Bin ja auch überfragt, Olli. Ja. Das wissen wohl nur Charles R. Saunders und Armando Sesselfurzer. Aber ja, dafür, dass Kalungos erste 5 Worte im Film Balgur waren, muss man den ungeklärten Verbleib einer solch prominent eingeführten Figur unbedingt in die hier und da Abstriche-Rubrik einordnen. Wie im Übrigen auch Dialas gnadenlosen Kampf mit der Würgeschlange, bei dem einem das arme Tier aufrichtig leidtun konnte. Du, ich bin sicher, Diala hat die Schlange wesentlich unnachgiebiger und härter gewirkt als umgekehrt. Klarer Fall für Peter. Bitte? Nichts, ich reg mich doch nur auf. Die Tasche köpft das Tier doch dann sogar noch. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Ja, das ist ja auch kein Wunder bei einer Corman-Produktion. Ich meine, das sind doch immer wieder dieselben verkommenen Versatzstücke seiner widerwärtigen Filmvision, die einem hier aufgetischt werden. Und jetzt mal bei aller Freude über den sprunghaft gestiegenen Nippel- und Po-Faktor in Sachen Cocktailkonsum. Aber wie viele Corman-Kotzbrocken-Fabrikate kommen eigentlich komplett ohne, sag ich mal, zumindest versuchte Vergewaltigung aus?
Bevor wir euch an die Pagasch-Leute verkaufen, werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Du Schwein! Abartig. Ja. Wirklich abartig. Aber wenigstens wurde der Ray-Bredels-Führer zu Löwenfutter. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, bis auf diesen Wizards of the Lost... Ja, der fatale Fiebertraum war ja auch für Kinder gedacht, Mensch. Ja. Aber ich meine, wenn er nicht gerade die Kleinsten als Zielgruppe ins Visier nimmt, ist jeder Kormen-Kopfköttel doch eine Messeschau der Frauenmisshandlung und Misogynie. Ja, da hast du wohl zu 100% recht. Ja. Und selbst in einem Amazonenfilm, in dem die Frauen per Definition die Männer dominieren sollten, fragt die zugegebenermaßen grandios geistesgestörte Alpha-Amazone Chingy nach dem immerhin einvernehmlichen Machtkalkül-Fick mit Kalungu vorsichtig nach, ob sie denn wohl auch genügt hat. Es ist ein weiter Weg zurück nach Shuna. Ja. Bin ich deiner würdig, Kalungo? Ja. Ich meine, wie kaputt ist das denn bitte? Hä? Olli, ich gebe dir einen guten Tipp. Sollte dich hier ein atmendes Wesen in deinem Bett nach dem Sex fragen, ob es deiner würdig sei, dann sag laut nein, lass es vom Personal rausschaffen und brich den Kontakt ab, okay? Okay. Wobei ich bezüglich atmendes Wesen und Personal noch Fragen hätte, Peter. Nee, aber, also, ich meine, außerdem bin ich ja auch glücklich verheiratet, wie man mir so erzählt. Also insofern ist ja, komm, das auch vergiss gar nicht, es, vergiss es, ist kein Tipp für jeden Lebensentwurf. Hast du denn in der Kategorie hier und da Abstriche machen noch was zum Film anzumerken, nachdem du ihn mehrfach selbst im großen Schläferzklo runtergespült hast? Lass mal sehen. Die plattitüdenpralle Erklärung von Szenen mittels hölzerner Textabsonderung durch ihre jeweilig talentfreien Teilnehmer, die uns in ihren Rollen komplett am Arsch vorbeigehen. Also das ist noch etwas, das ich ins besagte Abstriche-Körbchen legen würde. Ja. Mhm. Habt ihr schon Nachrichten aus der Hauptstadt? Nein, nichts. Wir können uns auf Shunar nicht verlassen. Und Kalungo verschleppt täglich mehr von uns in den großen Tempel. Wir müssen was dagegen tun. Sag mir wie, Tima. Er hat sicher eine verletzbare Stelle. Wo bleibt eigentlich unser Kundschafter Jimain? Es ist schon spät. Wo bleibt eigentlich meine Schwertsucherin Diala, deren Mutter von Chingy hingemetzelt wurde und die jetzt ironischerweise mit deren Tochter auf so gefahrvoller Mission ist? Das ist die bange Frage, die ich mir als Smaragdkönigin gerade selber stelle, während Sie mir dabei zuhören können. Aber ich bin doch hier, Gebieterin. Erkennt ihr mich nicht? Diala, die nobelste der Amazonen, die für euch und die Bewegung ihren eigenen Rachefuror überwand und sich zwischenzeitlich sogar mit Toshiba angefreundet hat. Toshi heißt deine gefährlich gehirngewaschene Begleiterin. Ah. Ja, und nun eile dich. Du musst sie aus den Fängen der Pagasch retten. Das sind die Irren mit den 1,20 Euro Latex-Hundemasken. Ha. Hinfort, Diala! Und also, Film ab! Come on!
Männer beleidigt. Der muss sterben. Nein! Ja! Seelen hat Kalungo bereits verkauft. Schon über 100, Majestät. Du bist überaus mutig gewesen, Vishiti. Ich hoffe, dass wir Kalungo besiegen. Du wirst deinen Teil beitragen, davon bin ich überzeugt. Jingi, Vishiti wird zur Kämpferin ausgebildet. Geh in das Lager der Amazonen und ruh dich aus. Vielen Dank, Majestät. Wir können nicht länger warten. Das weiß ich. Wir müssen jetzt handeln. Eure Majestät? Ich bin bereit, für mein Volk zu sterben. Und ebenso denken meine Soldaten. Wenn sie es anordnen, greifen wir ohne das heilige Schwert an. Du hast recht. Ich darf den Angriff nicht länger aufschieben. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Majestät. Vielleicht hilft der Stein der Weisheit, Kalungos Blitze abzulenken. Als Pfand werde ich dem heiligen Stein der Weisheit meine Existenz und meine Seele hingeben. Aber es wäre möglich, dass das nicht hilft. In dem Käfig gefangen war, habe ich nicht geglaubt, dass du zurückkommst. Ich hatte jede Hoffnung aufgegeben. Wieso hast du gezweifelt? Wir sind niemals gute Freunde gewesen. Das hat sich doch jetzt geändert, oder etwa nicht? Meine Mutter und deine Mutter hatten Streit. Chingi verlor ihre Hand. Und meine Mutter verlor sogar das Leben. Aber das ist doch Vergangenheit. Das hat mit uns beiden nichts zu tun, nicht das Geringste. Die Vergangenheit stirbt niemals. Ist das denn wirklich so, Tashi? Ich übernehme heute Nacht die erste Wache. Verräterin! Verräterin! Das war ein weiter Weg, Kalungo. Aus welchem Grunde hast du mich hierher gerufen? Sag mir, wie viel kampfbereite Soldaten hat deine Armee? Wann wird die Königin den Angriff gegen mich befehlen? Was gibt es Neues über das heilige Schwert zu berichten? Ich glaube es nicht. Deswegen bin ich die ganze Nacht geritten? Für lächerliche Informationen, die dir jeder miese Spion besorgen kann? Ich verwende nur erstklassige Spione. Ich plane sehr sorgfältig und ich überlasse niemals etwas dem kleinsten Zufall.
Du scheinst nicht zu begreifen, worum es hier wirklich geht. Ich öffne dir die Tür zu unumschränkter Herrschaft und du beschwerst dich über einen zu langen Ritt. Unumschränkter Herrschaft? Ja, denn wenn ich endlich das heilige Schwert der Azundati in meinen Händen halte, dann kann ich sogar Balgur vernichten. Meine Tochter bringt das heilige Schwert direkt zu mir. Vergiss das nicht. Rechne nicht mit deiner kleinen Tochter. Mein Löwenmädchen ist auf der Jagd und es wird das Schwert zu mir bringen. Du weißt doch, ich überlasse nichts dem Zufall. Wirst du stark genug sein, mir zur Seite zu stehen? Was auch immer geschieht? Ja. Das ist schön. Also, wie viel kampfbereite Soldaten habt ihr zurzeit? Wann wird die Königin den Angriff gegen mich befehlen? Gibt es Neuigkeiten über das heilige Schwert? Wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Er führt uns zu den Hügeln. Ich wünschte, wir hätten unsere Pferde. Ich glaube, mein Wunsch geht in Erfüllung. Ein wunderschönes Tier. Als ob wir ihm folgen sollten. Komm, wir haben keine Zeit für sowas. Nein, warte. Sieh doch. Ich würde mich damit nicht aufhalten. Willkommen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir sind dem weißen Pferd gefolgt. Hinan weiß, wen ich zu sehen wünsche. Zwei Amazonen. Fern der Heimat. Auf einem langen Weg. Wir suchen das heilige Schwert der Azundati. Kommt in meine Hütte. Ich werde euch ein Mahl zubereiten. Kalungo. Diese Ausgeburt des Bösen kann nur durch das heilige Schwert besiegt werden. Was weißt du denn davon? Woher willst du das wissen? Ich weiß, wo es sich befindet. In einer geheimen Höhle. Nicht weit von hier. Drei werden hineingehen. Nur eine wird zurückkehren. Und sie wird die neue Besitzerin des Schwertes sein. Drei gehen hinein? Wir sind aber nur zu zweit. Hast du gehört? Wir sind nur zu zweit. Am heutigen Tag beginnt die Rückeroberung unserer Stadt Imbissi. Kalungo ist mächtig, aber wir haben mehr Mut und Hoffnung. Die mächtigen Kräfte des Steines der Weisheit werden mit uns sein. Sag mir, wo die Höhle ist. Folge dem Weg zu den Hügeln, bis du sie erreichst. Und dort findest du bald eine tiefe Öffnung in der Erde. Auf der anderen Seite wirst du das heilige Schwert finden. Bist du die Dritte, die mit uns die Höhle betreten wird? Ich kann nicht mehr sagen. Und jetzt geh. Was ist los? Sag schon! Lass uns das Schwert holen, deswegen sind wir hier. Schonar,
Schon bald wirst du mir gehören. Mein Land. Balgurs Königin. Widerliche Machtgedanken. Du blinde Kreatur, was weißt du schon von wahrer Macht? Dieses Gefängnis hier zeigt doch ganz deutlich, was du mit deiner Macht anfängst. Ein Mann wie ich kennt viele Möglichkeiten, seine Macht zu nutzen. Zum Beispiel für Großes oder für die lächerliche Kleinigkeit, dich einzusperren. Du solltest mich lieber töten, bevor es für dich zu spät ist. Das werde ich tun. Dieser Wunsch wird dir erfüllt, aber wann und wie hängt ganz von den Wünschen meines Löwenmädchens ab. Aber im Moment amüsierst du mich. Dich wird nichts mehr amüsieren, wenn du zur Hölle fährst. Zur Hölle? Die Hölle wird meine größte Eroberung sein. Das ist für mich der Himmel. Frauenpower durch Powerfrauen, liebe Dauer-Powerfrauen-Zuschauer. Aber auch mal Hand aufs Herz, respektive aufs Schmerzzentrum. Wer hätte vor diesem Film auch nur geahnt, dass eine arscharrogante Aushilfsamazone ohne jede Magiebegabung nur kurz an Pferde denken muss und schon kommt eins zügig durch die Pampa angetrabt? Wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Er führt uns zu den Hügeln. Ich wünschte, wir hätten unsere Pferde. Ich glaube, mein Wunsch geht in Erfüllung. Ein wunderschönes Tier. Ja, ein tolles Pferd.
Und jeder, der mit Taxi oder Uber-App in der Stadt schon mal länger auf einen Wagen gewartet hat, wird Tashi um ihr Ich-denk-dran-also-kommt's-jetzt-Talent beneiden. Weniger beneidenswert ist allerdings die Skrupellosigkeit, mit der Skriptspitzbube Saunders und Regiestrolch Sesser sich hier einfach mal an dem Auftritt von Gandalfs edlem, reinweißen Rohan-Ross Schattenfell aus dem Herr-der-Ringe-Epos bedienen. Auch der weise Zauberer musste Shadowfax nur in Gedanken rufen und schon kam der Prachtschimmel herbeigeeilt. Für mich nicht nur ruchloser Diebstahl, sondern auch noch szenischer Zitatvandalismus. Und dafür gehören die Lumpen hinter Gitter. Absolut richtig. Aber das Schlimmste an diesem, guck mal, wie weit da hinten die Hügel, jetzt ein Pferd wäre cool, ach, da ist ja eins, Brainfuck, ist doch, dass da in der Ferne weit und breit nicht ein beschissener Hügel zu sehen war. Viel flacher kann eine Landschaft gar nicht sein. Das ist doch schon bewusstes Zuschauer-Gaslighting. Kein Zweifel, Olli. Aber hör mal, ich frage mich gerade, was ist eigentlich aus den Pferden geworden, mit denen die zwei einst in Minute 18 in ihr großes Abenteuer geritten sind? Haben die die unterwegs gegessen? Ja, gute Frage. Ich meine, kurz vor Dialas feigem Überfall auf die Schlange wurde doch kurz mal überlegt, ob die Pferde durchs Dickicht passen. Ob wir mit den Pferden durch das Dickicht durchkommen? Das war aber dann, glaube ich, auch das letzte Mal, dass man die Rössel gesehen hat. Schon beim Angriff auf die vollbekifften Floristinnen im Forst durch diese radikal hirngefickten Schleimbaumanbeter waren die nicht mehr mit auf Tour. Wow, wenn du das jetzt so rückblickend erzählst, da fällt einem auf, was für einen belichteten Brechdurchfall wir heute da schon hinter uns gebracht haben. Haben wir die Messer in den Bauchszene während der gefühlt 30 Minuten langen Frauenopferungsfestspiele bei der Schleimbaumsekte, das war echt grenzwertig. Aber zurück zu den zwei Schwachsinnsschwestern auf dem Weg zur Höhle. Wer einmal grundlos seine Pferde zurücklässt, den nehmen andere Pferde scheinbar aus Prinzip nicht mehr mit. Da ist dann blöd hinterherlaufen angesagt. Sicher, ja, schöne Bilder. Ne? Mhm. Sie lassen jedoch zwei weibliche Kampfmaschinen, die heldinnenhaft versuchen, ihr Land vor der Tyrannei zu retten, nicht wirklich souverän wirken. Nein. Also das sollte man bei so einer Inszenierung beachten. Ne? Ebenso ist eine angemessen wertige wie auch glaubwürdige Gestaltung der Außensets wichtig. Also wie zum Beispiel der Wohnhütte der rätselhaften Aschenbecherbemalerin, zu der das weiße Pferd die Amazonen führt. Wenn es überdeutlich wird, ja, dass der Setdesigner einen Film aktiv boykottiert, dann muss man ihn von seiner Aufgabe entbinden und einen neuen, Kamera- wie auch menschenwürdigen Hüttenentwurf erstellen lassen. Basta! Keine Frage. Außerdem sollten handwerklich begabte Amazonen, die in der Not fix ein Seil aus grünen Blättern und ein wenig Buschwerk flechten, um damit eine Schlucht zu überqueren, auch dringend nur dieses selbstgebastelte grüne Tau benutzen und nicht etwa ein gekauftes helles Hanfseil, das man ihnen freundlicherweise ans Set gelegt hat. Richtig. Denn wenn das Seil in Beschaffenheit und Farbe nicht das Allergeringste mit der soeben hastig zusammengefriemelten, knapp 40 cm langen, schlappen Amazonenblätterwurst gemein hat, dann braucht man nämlich dem Stuntman, der sich statt der Damen an dem festen Hanfseil über die Schlucht hangelt, auch keine blöde Frauenperücke mehr überziehen. Wäre vermutlich sowieso besser gewesen, die drei Amazonenfrauenrollen direkt mit Stuntleuten zu besetzen, weil auch nur minimales Schauspielen bei akut Talentlimitierten eine recht gefährliche Sache sein kann. Vor allem für den Zuschauer. Insbesondere diese Tashi sollte das nicht tun. Auch wenn ich ja weiß, dass da dieser schlimme Konflikt in ihr brodelt, ist es doch oft kaum erträglich, was eine Penelope Reed vor der Kamera daraus macht. Schon. Lass uns das Schwert holen, deswegen sind wir hier. Da reißt sie sich los wie eine 16-Jährige, die stinksauer ist, dass ihre Freundin mehr Likes auf TikTok kriegt. Und dann zischen die beiden wie besessen über den Damm, als hätten sie ein GPS-Navi mit der genauen Adresse der Schwerthöhle. Ja. Zuweilen hätte man wirklich gerne eine Portion dieser Schmerzweckblätter, die die nette Vorsitzende der FKK-Floristinnen im Angebot hatte. Iss diese Blätter und du wirst keine Schmerzen spüren, wenn es soweit ist.
Da würde ich zwischendurch garantiert öfter mal dran lutschen, Olli. Was mir wiederum im letzten Amazons-Teil sehr gut gefallen hat, das war diese konstante Euphorie, mit der die braven Ex-Bewohner der Hauptstadt Imbissi, beziehungsweise gemessen an der Anzahl eher der Kleinstsiedlung Imbissi, auf die verdeckt ermutigende Ansprache ihrer geliebten Königin reagiert haben. Am heutigen Tag beginnt die Rückeroberung unserer Stadt Imbissi. Ja! Kalungo ist mächtig. Aber wir haben mehr Mut und Hoffnung. Die mächtigen Kräfte des Steines der Weisheit werden mit uns sein. Rührend. Im Grunde hat sie ihnen gesagt, dass die Hoffnung ihre stärkste Waffe ist und sie deshalb höchstwahrscheinlich alle sterben werden. Ja, naja, aber die Königin hat ja auch veranlasst, dass die Imbissianer mehr Mut haben als der Feind und auf die mächtigen Kräfte des Steines der Weisheit hingewiesen. Ne? Also ich glaube, der Imbissi-Eroberungsdrops ist für Kalungo und seine Herrscharen mittelfristig noch nicht gelutscht, Peter. Nein. Zumal der sich gerade ja auch noch mit seinem bockigen Betthasen Chingi rumschlagen muss, die es einfach satt hat, lange Strecken auf dem Pferd zurückzulegen. Du scheinst nicht zu begreifen, worum es hier wirklich geht. Ich öffne dir die Tür zu unumschränkter Herrschaft und du beschwerst dich über einen zu langen Ritt. Unumschränkter Herrschaft? Ja, denn wenn ich endlich das heilige Schwert der Azundaki in meinen Händen halte, dann kann ich sogar Balgo vernichten. Bitte dich, Olli. Also, wenn er bald sogar den übermächtigen Balgur vernichten kann, dann ist aber Essig mit der Befreiung von Imbissi. Nicht umsonst hat man von dem furchtbaren Gerhard-Delling-Dämon seit vielen Wochen nichts gehört und nichts gesehen. Da steht uns mit Sicherheit ein epischer Endkampf zwischen ihm und Kalungo ins Haus, bevor dieser schließlich ganz Amazonien unterwirft. Ja, liebe Zugeschaltete, der Film tut uns insgesamt nicht gut, aber Peter wohl am wenigsten. Bringen wir es jetzt also zügig hinter uns und verfolgen das mit Verspannung erwartete Finale von Im Reich der Amazonen. Alles gut. Du hast es gewusst. Du würdest keinen Freund töten. Ja, wir sind Freunde. Die alte Frau hat gesagt, es würden drei hineingehen, aber nur eine zurückkehren. Sie hat sich geirrt. Thank you.
Die Shuna-Armee ist rund um die Stadt in Stellung gegangen, mein Gebieter. Ich glaube nicht, dass sie das Schwert haben. Aber der hohe Priester trägt den Stein der Weisheit. Und dieser Stein glüht wie eine Fackel in der Nacht. Unsere Spione sagen, er könnte das Schwert ersetzen. Ganz offensichtlich hat der alte Narr seine Seele verkauft. Es wird sich rausstellen, wer gewinnt. Wir müssen versuchen, die Stadt zu stürmen. Denn wenn wir drin sind, wird Kalungo seine Blitze nicht mehr einsetzen können. Er würde damit seine eigenen Leute genauso treffen wie unsere. Glaubst du wirklich, das würde ihm etwas ausmachen? Ich werde die Blitze ablenken, solange ich kann. So sei es. Ich bin bereit zum Angriff. Es ist soweit. Beginnt mit dem Angriff. Ich komme nicht rechtzeitig zurück. Hinan wird dich hinbringen. Auch mit einem Pferd wird die Reise Tage dauern. Hinan ist aber kein gewöhnliches Pferd. Und mein Schwert ist auch keine gewöhnliche Waffe. Dein Schwert? Du bist Azundati. Unsterblich? Unsterblich oder sterblich, das spielt keine Rolle. Nun, du hast nicht viel Zeit, wenn du die Zukunft sein willst. Bitte erhebe dich. Hinan wird dich sicher zum Ziel bringen. Meine Mission. Der Weg, auf dem dich Hinan tragen wird, dieser Weg führt über schmale Pfade zwischen Raum und Zeit. Aber er kennt alle diese Pfade. Der Weg ist voller Gefahren, aber du hast das Schwert. Seine Berührung kann sogar Balgur töten. Das Schwert gehört dir, Azundati. Nun nicht mehr. Ich war der Besitzer. Ich habe den Preis bezahlt. Ich musste auf den neuen Besitzer warten. Auf dich, Dualla. Du musst mir versprechen, Tashi zu begraben. Ich werde mich darum kümmern. Thank you.
die Versuchung zu fliehen, wenn sie gefangen sind. Für den Dämon Balgur! Öffne das Tor! Nun ist alles verloren! Seht euch! Du kannst mich nicht besiegen! Ich bin unbesiegbar! Verräterin. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Habron wird sie suchen und dann werden wir sie vor Gericht stellen. Tashi war anders als ihre Mutter. Sie sollte mich töten. Aber dann ist sie für mich gestorben. Sie wird immer geehrt werden. Genauso wie du. Die Besitzerin des heiligen Schwertes. Da ist aber noch jemand anderes. Jemand anderes? Was meinst du damit? Atsundati ist noch am Leben. Sie lebt? Aber sie ist doch schon lange von uns gegangen.
Sie sagt, ich werde einen hohen Preis zahlen. Vielleicht war der Preis Tashis Tod. Du wirst von nun an hoch geehrt sein, Dyala. Ich ernenne dich zur Herrin der Amazonen. Also, willigst du ein? Dyala! Was hast du? Jemand tötet meinen Lebensbaum. Er wird gefällt. Azundati? Azundati, bist du hier? Azundati! Sie wusste, dass du zurückkehrst. Ich kann gar nicht verstehen, wie das möglich ist. Azundati. Wo ist sie? Sie sagt, ihr Werk ist vollendet. Der Preis bezahlt. Ich sah, wie meine Mutter starb. Es tut mir so leid, Tashi. Es war nicht deine Schuld. Sie hat nie versucht, eine gute Mutter zu sein. Aber trotzdem, ich habe sie geliebt. Aber du, Dyala, du bist jetzt meine Schwester. Ich wollte das Schwert zurück in die Höhle bringen. Ich hoffe, dass es dort die nächsten 500 Jahre unbenutzt ruhen darf. Dieses Mal werden wir nicht laufen. Da sind sie wieder. Ja. Und wir auch. Das ist gut, das ist gut. Ja, ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, dass ich das am Schluss mit Dyalas Lebensbaum zu 100% überhaupt gar nicht verstanden habe. Das wollte ich sagen. Ach was? Hm. Ja, willkommen im Club. Biet doch dazu mal bitte was an, ja? Ja, also erst hat sie schlimme Schmerzen, weil Chingy wie bescheuert in die Borg gekloppt. Dyala, was hast du? Jemand tötet meinen Lebensbaum.
wird gefällt. Dann kriecht Diala offenbar pfeilschnell, aber unter noch schlimmeren Schmerzen, vom Königinnenpalast direkt zum Ort der Lebensbaummisshandlung und kann einfach nicht mehr. Doch obwohl Chingy die scharfe Axt weiter gnadenlos ins Holz hämmert, sind Dialas Schmerzen plötzlich weg. Sie brüllt den Namen ihrer Nemesis. Chingy! Und los geht der Kampf der, Achtung, Titanen. Ja. Ja, so weit, so fast perfekt, wahnwitzig. Aber dann sind mit einmal beide entwaffnet. Diala zerrt Chingy an den Lebensbaum und kneift ihr dort in die Nase. Beide fallen hin, der Baum wackelt. Chingy gibt ihnen den Rest, Baum fällt. Und Chingy ist tot. Diala aber nicht, obwohl ihr Lebensbaum am Arsch ist. Ich meine, wie viele What-the-fuck-Ebenen hat das denn bitte? Das kann man ja gar nicht mehr zählen. Ja, obwohl mir das ja jetzt eben schon ein bisschen aus der Brain-Bredouille geholfen hat, Peter. Ja, doch. Ich habe nämlich jetzt erst gesehen, dass Chingy von dem Baum erschlagen wurde. Ach so. Ja, na, bis eben dachte ich immer noch, die wäre an dem Nasenzwicker verblutet. Jetzt stellt sich mir allerdings auch die Frage, warum Chingy ihrer Rachewerkzeugtochter den Mordbefehl gegeben hat, wenn sie doch jederzeit selbst gemütlich an Dialas Lebensbaum hätte sägen können. Ja? Oder, ich meine, warum hat sie nicht einfach direkt am Anfang den in Brand gesetzt? Ach, nee, das hätte ja auch nichts gebracht. Ne? Denn Diala ist ja putzmunter, selbst nach dem Baum kaputt. Also. Ja, fünfmal fickende Hölle! War das vielleicht eine Scheiße, oder? Mado, dieser besemmelte Balgur beim Tandemreiten mit Diala, der dann nach kurzer, unkonventioneller sexueller Belästigung einfach mal vom Gaul gekippt ist? Denkbar, diese argentinische Gehirngonorrhoe, ja. Oder die ganz endgültige Endschlussszene, als Diala vor der kackenhässlichen Azundati-Scheißhaushütte auf die eigentlich längst verweste Tashi trifft. Sie wusste, dass du zurückkehrst. Ich kann gar nicht verstehen, wie das möglich ist. Azundati. Ja, einfach einen Spritzer Azundati in die Nase der Leiche sprühen. Schon kommt wieder Leben in den kalten Körper. Azundati hilft sogar noch 48 Stunden nach der Beerdigung. Ja. Azundati sollte man immer vorrätig haben. Unbedingt. Eine militärstrategische Fachfrage hätte ich da wohl aber doch noch, Peter. Mhm. Bevor Diala ihm nach elendlangem Schwachsinnsfight die Rübe amputiert hat, musste sich Kalungo ja dem Angriff der autonomiebestrebten Imbissianer erwehren, die wiederum ihren besten Mann, den knapp 100-jährigen Hohepriester, mit dem Stein der Scheißheit nach vorne schickten, damit der Kalungos Blitzeböller abfangen sollte, bis die Kraft der Blitze ihn komplett erschöpft und schließlich tötet. Ah ja, wenn deine Frage jetzt sein sollte, ob es nicht klüger gewesen wäre, wenn das imbissianische Heer seine Attacke gestartet hätte, während der Hohepriester den Blitzbeschuss abfing, muss ich das ganz klar bejahen. Ah, gut. Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte auch in diese Richtung gedacht. Ja. Wobei ich mir allerdings zu 100% sicher bin, ist, dass wir uns an dieser Stelle sehr gerne, auch und gerade in Ihrem Interesse, von Ihnen verabschieden wollen, liebe Amazons exhaustete Daheim. Es kam heute dann doch wesentlich dicker als erwartet. Aber eine Erkenntnis bleibt. Die Formulierung "beste Kormen-Produktion der Argentinien-Phase" ist und bleibt ein lupenreines Oxymoron.
Respekt. Souverän selbstkritisches Schlusswort des Kollegen. Also bleibt bitte, wie ihr seid. Und was den nächsten Schläferz betrifft, vielleicht auch direkt da, wo ihr seid, ne? Tschüss. Wir haben euch dolle lieb. Niemals geht man so ganz, Freunde. Wir haben ja noch eine Empfehlung für euch, wo und vor allem wie der Film besser geendet hätte, ne? Enjoy. Ich schwöre, ich werde das heilige Schwert finden und mein Volk vor dem verderbten Tyrannen Kolumbus retten, oh meine Königin. Er heißt Kalungo, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Denn bevor du aufbrichst, um das mächtige Artefakt zu suchen, von dem das Schicksal meines Volkes abhängt, muss ich dir noch eine wichtige Frage stellen, heldenmütige Diala. Ach was? Okay. Ja, ist gut. Schießen Sie los, oh meine Königin. Wohlan! Ich will von dir wissen, ob du als kühne Amazone bereit bist, in den vielen Fährnissen und erbitterten Kämpfen, die vor dir liegen, stets auch voll Stolz und Anmut deinen blanken Arsch und die bloßen Titten zu zeigen. Königin, wiewohl meine Kluft zwar reizbetonend luftig sein mag, ist dies doch nun allein höchster Beweglichkeit in der Schlacht geschuldet. Ja, natürlich. Das heißt, Diala? Nee, möchte ich nicht. Da fühle ich mich ehrlich gesagt reduziert, objektifiziert, fetischisiert, sexualisiert und ergo auch dehumanisiert durch eben genau die patriarchalen Machtstrukturen, die wir Amazonen doch zuvörderst bekämpfen. Gut, hat sich erledigt. Dann schicke ich halt eine weniger kapriziöse Kollegin los. Danke und tschüss. Amazon Power my ass, ey. Dämliche Cis-Fregatte. Ja, Fresse.